Keine Feinde um mich herum? Gut. Dann führt mich mein Weg also wieder hier hinunter. Es wäre so viel leichter gewesen, die Stadt sogar runterzuspringen und ihm einfach auf den Kopf zu schlagen. Nicht das Wort mit K. Sekandra, da bist du ja. Was kann ich tun? Dann folg mir mal. Meine einzigste Freundin und Verbündete hier neben den paar anderen, denen ich jetzt hier auch noch geholfen habe und die deswegen mir wohlgesonnen sind. Tod! Unwissenheit? Gib dir gleich Unwissenheit. Er ist besiegt. Drauf sie! Drauf sie! Yeah! Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Oh ja. Und zwar mit Stromschocks. Beeilen wir uns. Oh nein! Okay. Merken. Das nächste Mal springen. Ihr werdet lernen, wo euer Platz ist. Ich tue, was getan werden muss. Und ich mache einfach, was ich kann. Mach dir, was getan werden muss. Oh, wir haben uns verfehlt mit unseren Angriffen. Jetzt aber nicht mehr. Woo! Multikill! Multikill! Gold und Stoffballen. Ihr werdet ja schon sehen, was es bedeutet. Oh, was ist das denn? Oh nein. Ja, dann mach dich doch selber kaputt. Ihr wendet euch von den Tüner ab! Und ihr werdet sterben, weil ihr habt euer Schweigegelübde gebrochen. Okay. Diesen Weg haben wir ja Gott sei Dank freigeschaltet. Oh Gott, was habe ich da für Geräusche gehört? Trolle? Wir müssen rennen, wir müssen uns beeilen. Wenn ich dieses Bildnis schon sehe. Macht euren Frieden mit den Göttern. Ein Zeichen der Sklaverei. Was getan werden muss. Alle erwischt. Sehr gut. Und Multi-Attacke. Wirbelattacken klingen, Sturmangriff des Todes und drauf sie. Ich mag es, dass ich dann nicht zurückschrecken kann, auch wenn es auf Kosten der Rüstung ist. Okay, ich helfe jetzt noch Sekandra. Geht's ja wieder nicht auf die Reihe. Oh Mann! Drauf! Stummer Chor? Ich gebe dir einen stummen Chor. Oh, ich höre euch. Oh, die ist schon tot. Okay, die hätten wir also alle besiegt. Wow, nein, 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 nein. Diesmal lasse ich mich nicht von Steinen aufhalten. Nicht diesmal. Sturmangriff! Eins. Zwei, drei, letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn er tot eintritt. Und voll drauf. Oh, armes Hundi. Und drauf ihn. Und den Hundi auch noch. Und den Hundi nicht mehr erwischen. Ja, ja, gut. Kann ich alles erwischen. Zack. Jetzt habe ich ihn aber. Am besten mit den Chakram. Ach, er ist schon tot. Gut, gut, gut. Alte Briefe. Er braucht dann schon seine alten Briefe. Widerwärtige Kreatur. Dient dem Bösen. Gut, weiter hier hinunter. Huch. Wow. Das war knapp. Ach, glaubst du ernsthaft, mit deinem blöden Pipi-Stein kannst du uns irgendwie aufhalten? Wir sind davon, dass du dich gerade voll selber flachgelegt hast. Friss Chakram-Attacken-Angriffe, die dich zurückschrecken lassen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Wieso sollten wir uns zurückhalten? Schubsen wir ihn einfach die Klippe hinunter. Das hat er verdient. Er und seine widerwärtigen Anhänger. Zum Beispiel diese Wölfe. Ausgeburten der Hölle. Ich werde mich nicht verbrennt. Erleidet ursächlichen Schaden. Alle in die ewigen Jagdgründe schicken wird. Damit wäre es dann wohl besiegelt. Die Chakrame sind perfekt für Hunde. Also gegen Hunde. Also, naja, ihr wisst, was ich meine. Wo geht's denn jetzt lang? Hier runter.
fällt mir jetzt wieder ein Stein auf den Kopf. Abrechnungsmodus des Todes! Juhu! Schakame, Schakame. Ich werde mich nicht zurückhalten. Schakame, Schakame. Tod, Tod, Tod. Oh, da kommen ja noch mehr Gegner auf uns zu. Aber erstmal die hier erledigen. Kette des Todes! Entfesselt dich! Ja, da kannst du mal gucken, ha? Huh? Ja, dann ist sie wohl tot. Und wieder die Schakame einsetzen, um die Gegner zurückstrecken zu lassen. Besonders die blöden Hunde. Ich werde mich nicht zurückhalten. Der stumme Chor. Was für eine Lüge. Habe ich erwähnt, dass die Schakame einfach tolle Waffen sind? Die kam mir von hinten auch noch. Ich hätte mir den Schicksalsmodus doch noch ein bisschen aufheben sollen. Und drauf sie! Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Worum geht es? Worum es geht? Den Typen aufzuhalten, natürlich. Strohpuppe, wusste man auch, dass man brauchen kann. Geld. Also hier lang. Muss die Chiffre einsetzen. Okay. Der Weg erhebt sich vor uns. Ich speichere sie sicherheitshalber mal. Man weiß ja nie. Leichtes Herzklopfen. Leichtes Herzklopfen. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Seid endlich hier. Zum Wohle meines Volkes ist die Zeit gekommen, dass wir Berufene uns treffen und unsere Aufgaben erfüllen. Warum wir Berufene? Erkennt ihr denn Ethenes Absichten hinter all dem nicht? Seid ihr noch immer blind für eure Bestimmung und eure Ziele? Ich dachte, Ethene habe nur eine wahre Dienerin ihres Willens. Euch. Aber ich wollte ihr zeigen, dass auch ich ihren Wunsch, das Übel meines Volkes zu tilgen, erfüllen kann. Wahnsinniger! Also kam ich hierher, um die Stadt zu Fall zu bringen. Doch als wir uns trennten, begann sie zu mir zu sprechen. Zu mir allein. Zum ersten Mal in all diesen Jahren. Und was hat euch Ethene gesagt? Sie hat euch entsprechend ihrer Wünsche hierher geführt. Doch auch wenn ihr die Berufene seid, so seid ihr doch nicht einzigartig. Ich wurde ebenfalls berufen. Ihr könnt das Schicksal meines Volkes ändern. Doch ihr braucht dafür einen Auslöser, ein Opfer. Was? Und das ist die Rolle, die mir zugedacht ist. Also doch. Ihr wisst, welche Verbrechen ich begangen habe. Genau dies sind die Makel meines Volkes. Doch wenn ihr mich hier tötet und mein Schicksal durchbrecht, verändert ihr auch seine Zukunft. Und wie wird das geschehen? Der Hyperion wurde uns von den Göttern hinterlassen. In Verbindung mit der Chiffre in den Händen der Berufenen. Verstärkt er eine bestimmte Art der Magie. Und zwar jene Magie, über die ihr gebietet. Die Macht, das Schicksal zu verändern. Der Hyperion nimmt eure Magie auf und wirft sie zurück, wodurch mein gesamtes Volk von ihr berührt wird. Und nun müssen wir den Göttern zeigen, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Tötet mich. Und beweist, dass unsere Wildheit bezwungen werden kann. Ihr seid dazu berufen. Ebenso wie ich. Dann ist das an der Zeit. Was
habt ihr gerade mit Sekandra getan? Die Gerechtigkeit wird euch rasch. Aua. Au. Okay, der Typ hat's voll drauf. Spürt meinen Zorn. Okay, ich muss mein Schild einsetzen. Kann ich ihn auch mit dem Chakram? Verdammt. Und weg. Der Typ hat's ja richtig drauf. Okay, benutzen wir doch mal das, was wir bekommen haben in den ganzen letzten Jahren. Unsere Konsumgüter. Eine Schadensverstärkung. Das Kriegesstärke. Schadensabwehr. Großer Zornesschlitzer. Einfache Schadensabwehr. Magieintelligenz. Litanei. Und dann sagt mir, dass ihr noch in der Macht seid. Oh, alles ist schwer beschädigt. Rüstung. Das ist der, den ich gerade... Das trage ich gerade. Den trage ich gerade. Ja, die sehen wirklich nicht gut aus. Reparaturkits. Habe ich ja nicht mehr so viele. Doch, naja, es geht. Es geht eben zu Lasten. Was macht er denn jetzt? Oh, nein. Werdet Zeugen meiner Macht. Muss ich jetzt die Kleinen besiegen? Hopp. Oder einfach ausweichen, wäre schlauer gewesen. Kommt wieder zu... Nein, jetzt benutzt er seinen Blitz. Huh. Spürt meinen Zorn. Oh, nein. Dem auszuweichen ist ja fast unmöglich. Krieg zurück. Spürt meinen Zorn. Meine Chakrame des Todes zum Beispiel. Aua. Und ausweichen ist unmöglich. So spürt Belens Umarmung. Weg. Und... Oh. Weg. Kein Geschwindigkeitsäffchen. Hopp. Spürt meinen Zorn. Wie ich es einfach nicht schaffe, auszuweichen. Jetzt aber. Spürt meinen Zorn. Oh, scheiße. Das schon wieder. Werdet Zeugen meiner Macht. Er macht's doch kaputt. Und jetzt kommt wieder das Blitzstabspielchen. Okay, weg hier. Schockwellenangriff. Spürt meinen Zorn. Oh, das war ein Blitzangriff. Der bösen Art. Aua. Na, ich hasse diese Blitzangriffe. Ihr werdet sterben. Berufen. Mann, der Typ hat's richtig drauf. Ihr werdet sterben. Berufen. Drauf ihn. Und drauf. Oh, oh. Das schon wieder. Und gerade, wo ich mein Schild eingesetzt habe. Werdet Zeugen meiner Macht. Okay, wer kommt als erstes? Okay, jetzt kommt alle auf einmal. Gut ausgewichen. Und Vicky, auf sie, Vicky. Ihr werdet sterben, alle Kratos. Und ich glaube, ich brauche mehr Heiltränke. Um ihn besiegen zu können, braucht es diesmal echt ein bisschen mehr Geschick als sonst. Ihr werdet sterben. Au. Na.
Spürt meinen Zorn! Spürt meinen Zorn! Verdammt, verdammt, verdammt! Nein, ich werde gewinnen. Ist es geschafft? Und dort hebt er sich empor. Der Hyperion. Ihr habt es geschafft. Anokhartos ist tot. Das war ein Kampf. Und diese Energie, die von euch ausging, sie hat den Hyperion emporgehoben. Doch ohne seine Magie bricht der gesamte Tempel in sich zusammen. Wir müssen hier raus. Oh, nun denn. Ausgezeichnet, das auch noch. Eine Seidenrobe brauche ich nicht. Dolche der Verwüstung brauche ich nicht. Essenz des Schicksals und ein Stufenaufstieg.